Hallo und willkommen zurück zum Kurs Programmieren 2. Wir schauen uns in diesem Video die Ist-Eine-Beziehung bei Interfaces an, die im Prinzip genauso funktioniert wie bei Klassen. Ich implementiere das im letzten Video erstellte Interface für die iMitarbeiterverwaltung gleich nochmal in einer neuen Klasse. Nenne diese File Mitarbeiterverwalter. Ich habe hier eben auch File gewählt, damit wir nicht in Namenskonflikt mit unserer vorherigen Klasse Datei-Mitarbeiterverwalter kommen, die ja eben von dieser abstrakten Klasse hier oben ableitet. Und wir implementieren eben dieses Mitarbeiterverwalter-Interface bei den Methoden. Und wir geben hier wieder eben einen neuen Array mit zurück und weil wir hier eben Mitarbeiter aus dem Filesystem laden und hier würden wir Mitarbeiter im Filesystem speichern. Das Übliche. Hier geht es auch nicht, wie schon öfters erwähnt, darum, wie diese Funktionalität genau aussieht. Das schauen wir uns in späteren Videos noch an. Sondern es geht bloß darum, was hier ungefähr passieren könnte und wie wir dann diese Abstraktionen einsetzen können. Und wir sehen hier eben, dass wir, wenn wir uns zurückerinnern, eben gesagt haben, wir haben hier einen Gehaltsprozess und dieser erhöhte Gehaltsprozess hat eben hier diese Abstraktion benutzt, um eben die Mitarbeiter hier zu laden. Dann hat er den Gehaltsrechner benutzt, um eine Gehaltserrechnung Erhöhung zu berechnen und dann haben wir die Mitarbeiter wieder gespeichert. Das war dieses ganze Schema, aber wir haben hier eben die abstrakte Klasse eingesetzt. Und wenn ich jetzt hier einfach ein I davor schreibe, dann nutzen wir eben nicht mehr diese abstrakte Klasse, sondern unser Interface, was wir definiert haben, da wir hier dieselben Mitglieder definiert haben auf beiden Seiten, können wir eben hier nochmal zurückgehen. So. Nutzen wir jetzt hier eben das Interface als Abstraktion und nicht mehr diese abstrakte Basisklasse, die wir vorher verwendet haben. Wir sehen hier schon, wir kriegen jetzt hier einen Compilerfehler, weil eben diese Klassen, die wir hier haben, nicht mit dem Interface konform sind. Ja? Also die Klassen, die wir vorher geschrieben haben, implementieren ja diese abstrakte Klasse und nicht unser Interface, was wir gebaut haben. Wenn wir hier aber die Typen austauschen, wir benutzen hier eben einen DB-Mitarbeiterverwalter und sprechen den natürlich über sein Interface gleich an. Und hier haben wir einen File-Mitarbeiterverwalter und sprechen den über das Interface an. Und dann sehen wir, dass dieser Compiler-Fehler letztendlich aufhört. Auf wahr angehen. Ist ein bisschen kürzer der Code. Und wir sehen hier, die Ist-Eine-Beziehung ist genauso für Interfaces gültig wie für Basisklassen und Subklassen. Das heißt, ich erstelle hier eine Instanz einer Klasse, die dieses Interface implementiert. Und ich kann natürlich hier auch dann dieses Objekt über sein Interface ansprechen. Wenn ich das mache, habe ich natürlich auch bloß genauso wie bei Basisklassen dieselbe API, die eben auf diesem Interface definiert ist, zur Verfügung, die ich dann direkt auf diesem Objekt aufrufen kann. Das heißt, würde diese Klasse nicht nur diese beiden Mitglieder hier implementieren, sondern auch zusätzliche Mitglieder haben, die nicht im Interface mit aufgefügt werden, könnte ich diese hier eben nicht von außen nutzen. Also genauso wie bei Basisklassen. Was aber trotzdem geht, ist natürlich, wenn ich mehrere Objekte habe, die dasselbe Interface implementieren, kann ich damit Polymorphie betreiben. Also es ist hier wirklich vollkommen egal, ob ich diesem Gehaltsprozess dieses Objekt, das eben das Filesystem anspricht, oder dieses Objekt nutze, das das Datenbanksystem anspricht. Das ist vollkommen egal. Das hier ist genauso Polymorphie wie bei abstrakten Klassen.
Und das ist eben eigentlich auch der Sinn. Wir können beispielsweise komplett andere Systeme anbinden, wie in diesem Fall, ohne dass diese erhöhte Gehaltsprozessklasse das merkt. Es ist ja auch vollkommen egal, wie die Persistenzschicht aussieht. Er lädt einfach den Mitarbeiter über eine Abstraktion, macht eine bestimmte Berechnung und sagt dann der Persistenzschicht wiederum, bitte speichere mir diese modifizierten Mitarbeiter. Und es ist vollkommen egal, wie wir oder welche Sachen wir hier anbinden. Also wir haben gesehen in diesem Video, dass die ist eine Beziehung auch genauso für Interfaces wie für Basisklassen gilt. Wenn man natürlich wieder von einem Interface weg möchte hin zum konkreten Typ, muss man genauso Casts einsetzen wie von Basisklasse zu Subklasse. Ist genau identisch auch in diesem Fall. Wenn Sie aber sehr viele Casts einsetzen müssen in Ihrem Code, dann haben Sie meiner Meinung nach eben Ihren Code noch nicht richtig aufbereitet. Dann sind wichtige Members noch nicht in Interfaces vertreten. Und wenn Sie eben sehr viele Casts haben, sollten Sie sich überlegen, ob Sie Ihren Code nicht besser designen und strukturieren können. Ich sage vielen Dank fürs Zuhören und im nächsten Video schauen wir uns an, wie man mehrere Interfaces in eine Klasse implementieren kann. Vielen Dank, bis bald.